Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ja, was machen wir denn als erstes? Wir sind ja hier mitten im Grünen und ich würde sagen, wir braten unser Fleisch mal schnell an. Ich hoffe, das sind nicht wieder neue Schläfer. Nach ein Auslucken kommt das ja doch manchmal vor. So, ich habe mir nämlich in der Früh ganz schnell was hergestellt. Also ein Feuer. Wo ist jetzt Holz? Hier. Dann braten wir nur schnell das Fleisch hier an, was ich hier habe. Verkohlt, dass man nicht verhungern. So, die Nacht haben wir ja auch gut überstanden. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir noch ein Hühnchen oder einen Bär finden. Und dann müssen wir aber auch schon wieder zurück, weil heute Nacht ist Horde-Nacht. Und dann gucken wir mal, ob ich das mit dem Strom jetzt wirklich alles so hinbekommen habe, wie ich mir das vorstelle. Weil ich bin ja der Meinung, ich habe ihn durchschaut. Aber ja, wir werden sehen. So. Ja, ein bisschen schneller bitte. Wir haben noch ein bisschen was vor. Ja, ich musste wieder meine Klamotten umziehen. Der wurde in der Nacht wieder mal kalt. Dann habe ich halt schnell draußen Gras geholt. Und mir hier die Hose und das T-Shirt da hergestellt und ein Halstuch. So. So, jetzt noch ein Fleisch. Komm. Gib. Ja, ich dachte auch, wir könnten vielleicht einen Kochtopf herstellen, aber das geht nicht. Da braucht man nämlich einen Amboss. Deswegen muss ich so hinkommen mit dem Trinken. Wird vielleicht knapp, aber mal gucken. Futter, sehr gut. Diesmal brauchen wir es wirklich. So, könnten da hinten mal gucken, ob es noch Trinken gibt. Ich wollte eigentlich nicht looten gehen, sondern jagen gehen. Aber ja, mit dem Trinken sieht es halt gerade wirklich schlecht aus. Ich weiß auch nicht, warum ich losgezogen bin, ohne Proviant mitzunehmen. Total bescheuert eigentlich. So, komm, vielleicht finden wir hier was. Und hoffentlich nicht nur Schläfer. Na toll. Federn brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Ah, da sitzt ein Kopf, ein Verstrahlter. Lassen wir den mal weiter schlafen. Ich hoffe, hier drin ist keiner. Aber da ist eine Küche, das ist schon mal gut. Eisen. Ach, da ist auch was Verstrahltes hinten drin, seht ihr? Gefährlich. Looten ist gefährlich. So, komm, irgendwas zu trinken, schnell, schnell. Dann sind wir hier auch schon wieder weg. Nur leere Dinge, Mann. Na gut. Das ist ein Hirsch. Bräuchte man eigentlich nicht. Sehe ich ihn jetzt noch? Wo ist er? Im Zelt wahrscheinlich. Ach, hier. So. Kochtopf, sehr gut. Dann können wir doch schnell Wasser herstellen. Ein bisschen. Da ist aber ganz schön was los. So, ich glaube, da war doch ein Lagerfeuer. Und jetzt kommt natürlich die Horde. Ach Mann. Ach nee, hier ist gar kein Lagerfeuer. Mist.
Zwei von euch, okay. Ich glaube, das wird halt nichts mit Raben gehen. Nee. Habe ich nicht ein Feuer hergestellt? Doch, hier. Mann. Ja. So, dann haben wir das doch auch schon geschafft. Stell mal ganz schnell Trinken her. Kann ich looten in der Zeit, wo das Trinken praktisch hergestellt wird. So. Und die anderen lassen uns ja ein bisschen in Ruhe. So. Einmal Wasser kochen. Das können wir wieder kaputt machen. Knochen brauchen wir nicht. Die baue ich jetzt auch nicht. Ich dachte nämlich, sonst fülle ich die einfach dann mit Wasser. Dann braucht man nämlich keinen Kochtopf, aber hat sich ja jetzt Gott sei Dank erledigt. So, Steine bauen wir nicht mehr, Lehm auch nicht. Bier will ich auch nicht. So, Hose. Ich nehme jetzt auch nichts mit, weil was ich nicht will. So. Das nehmen wir mit. Ja, Stoff brauche ich jetzt auch nicht. Ja, brauchen wir auch nicht. Möchte ich auch nicht. Ja. Dann gucken wir mal, wie weit unser Wasser ist. Dann versorgen wir uns mal und ja, dann wie gesagt, würde ich ein bisschen gehen und gucken, ob wir eben Bären finden. Wäre halt schon nicht schlecht. Wow, ich glaube, das reicht aber vorerst, oder? Soll ich... Ach komm, die paar Sekunden warte ich jetzt auch noch schnell. So. Können wir aber schon mal essen. Nehme ich erst das Zeug hier. 45, ja doch, dann futter mal einfach alles weg hier. Wie gesagt, es war total bescheuert eigentlich freisen zu gehen, ohne Trinken und Essen mitzunehmen. Keine Ahnung. Sonst denke ich immer dran, aber heute nicht. Beziehungsweise gestern. So, trink was, noch mehr. So, jetzt müssten wir aber eigentlich ganz gut dabei sein. So, wo ist das Minibike? Hier. Bin so froh, dass die das mittlerweile auf der Karte anzeigen, weil sonst hätte ich so manchmal meine Probleme. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal einfach ein Stückchen weiter. Wohin, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen querfeldein fahren. Vielleicht finden wir da dann Bären. Vielleicht besser als irgendwie an der Straße. Aber, wie gesagt, ich habe bestimmt schon so einen oder an den anderen Bären übersehen. Oder ein Hühnchen, ich weiß nicht, das ist so schwer. Wenn man sie wirklich braucht, dann welche zu finden. Ich weiß auch nicht. Ah, hier ist
Bobs Café. Kein Bär. Ich glaube, da hinten ist dann die Karte auch schon bald zu Ende. Oh, da ist aber ein Wolf. Den nehmen wir mit. Zählt zwar nicht für die Quest, aber es gibt Fleisch. Komm her. Sehr schön. Ja, da hinten ist schon die Karte Ende. Ein Bärchen. Ich hätte gern ein Bär. Wie gesagt, wir müssen halt nur gucken, dass wir dann auch wieder rechtzeitig zu Hause sind. Deswegen, ich weiß auch nicht, ich habe immer so den Drang, einen Ausflug zu machen, immer dann eigentlich kurz bevor eine Horde kommt. Ich weiß auch nicht, irgendwie doof. So könnte man sonst sagen, komm, ich bin jetzt einfach mal ein paar Tage unterwegs. Nein, ich schaff's mal wieder. Ja, wir haben so eine Horde-Nacht dann bald, ja, unterwegs zu sein. Eigentlich doof. So, was haben wir hier? Booby Trap. Möchte ich jetzt aber eigentlich auch nicht rein. Ich möchte Tiere. Da rennt ein Hirsch. Den nehmen wir auch mal mit. Brauchst du nicht abbauen? Mann. Da. Jetzt. Ja, jetzt muss ich ihn nur finden. Hallo? Hirsch? Oh oh. Ja, ich glaube, ich habe aus den Augen verloren. Ah, es war jetzt doof. Wo ist mein Minibike? Ah, total verloren jetzt hier. Nee, da unten. Dann war der doch hier oben. Ach Mann. Mann, Mann, Mann. Ich sehe ihn jetzt nicht. Blind. Ich sehe nichts. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr genau, wo ich den überhaupt erschossen habe. Ach Mist. Ich hätte mich nicht um die Zombies kümmern dürfen. Na, so richtig schön weggedreht und ja, kein Plan mehr. Ne, ich sehe es nicht. Ich weiß nicht. Ich dachte eigentlich hier so in der Richtung. Aber ich renne jetzt nicht nochmal hoch. Hier schon genug Zeit verschwendet. Schade, schade, aber gut. Eigene Dummheit. So, und fahren wir mal weiter. Da kommt schon wieder Brandgebiet. Ich hätte aber gern einen Bären. Fahren wir mal die Straße hier noch ein bisschen entlang. Oh, da ist noch ein Hirsch. Komm, den schaffen wir aber jetzt, oder? Hoffentlich. Oh, jetzt treffe ich nicht mal. Ah. So. Den kriegen wir aber. Wenn die Quest nur heißen würde, bitte töte so und so viele Hirsche. Wäre auf jeden Fall einfacher für mich. So, dann fahren wir mal hier hoch. Ne, da bin ich ja wieder bei
Ach doch, wir fahren einfach mal hier ein Stückchen rum. Vielleicht wieder ein bisschen querfeldein. Ist auch erst Mittag. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, hier rumzukurven. Können wir uns die schöne Gegend ein bisschen anschauen. So, ab und zu mal ein bisschen langsam tun und schauen. Aber, naja, das war sehr unhöflich, Mister. Rülps uns da einfach ins Ohr. So, da sind wir wieder am See. Einfach mal weiter nach oben. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich, wenn man nach was sucht, ja, wenn man was braucht, dann findet man das sowieso nicht. Würde ich jetzt irgendwo rumrennen und, keine Ahnung, irgendwas looten wollen, dann würde mir, glaube ich, eher ein Bär über den Weg laufen. So, was haben wir denn da? Da läuft ein Zombie. Das sind alle Steine. Einmal den Blick schweifen lassen, aber sieht schlecht aus. So. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in den Fluss fahre. Das kann man nämlich auch absolut nicht gebrauchen. Aber was haben wir denn jetzt wieder? Ja, Richtung runter oder nach oben? Ich weiß nicht, ob da oben noch eine Brücke ist. Aber müsste ja eigentlich. Dann fahren wir mal weiter. Da ist wieder ein Hirsch, den nehmen wir mit. Wenn schon kein Bär, dann wenigstens Fleisch. Ja. Doch hier und nicht wegschwimmen, wegrollen. So, sehr gut. Ja, Hirsche sind hier viele. So, aber die brauchen wir halt leider nicht für die Quest, sonst wäre das wahrscheinlich schon fertig. Nee. Das fand ich eben so schön, wo ich gebaut habe im Norden. Da bin ich dann nur mal nach oben, so ein bisschen Richtung Schnee. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn da gesammelt. Wir Schneebell, um Wasser herzustellen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und ja, da laufe ich schön und zack, war dann da ein schöner, dicker Bär. Und jetzt sucht man und fährt alles ab und findet nichts. So, ach, Parish Town. Fahren wir hier rechts, da oben ist ja dann die Karte Ende. Ich hasse diese Stadt. Die hat zwar eine coole Bank, aber auch genauso viele Cops. Das ist... Zumindest war es in Alpha 15, da bin ich oft gestorben in der Stadt. So. Dann fahren wir hier vorne rechts wieder raus. Und dann da die Straße entlang Richtung, ach sag's mir, Footballstadion. Ah, da ist auch ein Waffenladen. Platz hätte ich ja eigentlich. Ah, da wären so viele schöne Shops. Ach komm, gucken wir mal in einen rein. Platz haben wir ja eigentlich. Würde ich sagen, erstmal hier rein und dann rüber zum Waffenladen. Falls hier nicht, Cops sind und ja, mich wieder erschrecken ohne Ende.
So, kommen jetzt alle angerannt? Ist doch mal selbst, ist doch. Ich hätte mich nicht umdrehen dürfen. Ist ja alles leer. Ich höre da draußen jetzt noch was rumrennen? Nee. Ah, der Feral hat auch nichts dabei, okay. So. Ist ja alles leer. Oh, okay. Okay, jetzt schnell raus. So, dann gucken wir noch in den Waffenladen. Ja, mit Schrotflinte bin ich ein bisschen vorsichtig in so engen Räumen, weil ich habe mir schon oft genug selber die schönen Kartons zerschossen. Aber es sieht so aus, als wäre hier leer. Bis jemand angerannt kommt. Ah, Kartons sind aber leider auch leer. Hm, naja. Nicht wirklich was Gutes. Ich weiß, ich könnte noch nach oben gehen, aber ich möchte nicht. So, dann fahren wir mal weiter. Müssen wir jetzt auch schon langsam mal Richtung Heimat. Ich meine, streng genommen könnte ich auch hier im Norden bleiben. Aber ich würde ja eben gerne testen, ob unser Strom jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir haben ja jetzt auch diesen Elektrozaun gebaut. Und den würde ich schon gerne testen. Sonst könnte man, wie gesagt, einfach sagen, ach komm, bleiben wir einfach hier. Wir setzen uns unten in unser schönes, in unsere schöne Außenbasis. Und lassen die dann runterkommen und von den Mixerblättern zerschnetzeln. Aber, wie gesagt, ich möchte Strom testen. Da ist ein Vogel. Ich glaube, ich muss mal zu Fuß dann. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe halt manchmal auch das Gefühl, wenn man so schnell mit dem Minibike vorbeifährt, dann sieht man nicht wirklich einen Bären, oder? Da oben ist oben links ist ja noch so eine Höhle. Da war früher eigentlich immer mal öfters ein Bärchen. Vielleicht haben wir Glück. Und da ist dann auch einer. Einfach mal schauen. So. Ja, Vogel brauche ich nicht. Danke. So, da ist die Höhle. Hm, sieht aber nicht so aus. Wie gesagt, in Alpha 15 war hier eigentlich ziemlich oft immer ein Bär, der hier so außen rum gelatscht ist. Und da drin wird keiner sein. Ne, Kiste und Schläfer. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Heimat. Schade, schade. Aber ich muss ja noch, ich glaube, ich muss noch Munition oben in die Geschütztürmchen-Dinger da reinpacken und sowieso alles ein bisschen noch fertig machen.
Selbst Taschen leer machen, Zeug einpacken zum Reparieren, dass das dann alles klappt. Ich würde sagen, wir fahren aber hier durch und dann geradewegs nach Hause. Oh, ich habe den See gesehen, sehr gut. So, machen wir mal einen Bogen. Ich dachte gerade, ich hätte da vorne was laufen sehen, aber ne, ist nicht. Naja, dann sind wir mal ein bisschen durch die Gegend gekurft. Ein bisschen Fleisch haben wir ja. Das ist auch nicht ganz schlecht. Kann man wieder schön kochen zu Hause. Und dann passt das. Aber wie gesagt, es wäre schon schön gewesen, wenn wir die Quest fertig bekommen hätten. Aber ich habe jetzt auch kein Hühnchen gesehen. Keine Ahnung. Dafür ist man dann aber, glaube ich, wirklich zu schnell mit dem Minibike. Weil wenn man die kleinen Dinger da... Nee, ich glaube, das ist schwer. So aus der Entfernung beim schnellen Vorbeifahren zu sehen. So, jetzt fahren wir an der Stadt vorbei. Ein bisschen abkürzen. Dann muss man, glaube ich, hier runter. Ja. Glaub schon. Bei dem Haus dann links. Richtung Westernstadt. Und dann wieder rechts runter. Genau. Glaube ich. So, ja, hier findet man ja auch keine Viecher. Weil man sieht ja keine paar Meter weit und macht das auch alles nochmal ein Stückchen schwerer. Am Ende landet man fast im Minenfeld, weil man blöde Army Camp nicht gesehen hat fast. Na gut, ich habe mich auch verquatscht, also deswegen habe ich da nicht drauf geachtet. Aber zum Glück, noch bevor wir in die Luft geflogen sind, gesehen, bemerkt und umgelenkt. Ja, jetzt verliere ich aber, glaube ich, die Orientierung, aber ich glaube einfach Richtung Bett. Laut unserem Kompass ist auch schon mal nicht schlecht. Oder zur Mine, das ist auch gut. Ah, sehr schön, wir sind wieder in der Wüste. Können eigentlich Bären auch in der Wüste sein? Müsste doch eigentlich auch möglich sein, oder? Die Vögel sind ja auch irgendwie in jedem Gebiet. So, 18 Uhr, das schaffen wir, glaube ich, locker. Dann fahre ich nach Hause, mache die Tasche leer. Oh, wird schon rot, okay. Und dann... Ups, bisschen hoch, ouch. Genau, Tasche leer, Sachen zum Reparieren einpacken und... Dann können wir hier auf den Strom hoffen, dass das alles klappt. Und wenn das so klappt, dann habe ich eigentlich gar keine Arbeit heute. Das wäre schön. So, mein Minibike stelle ich hier ein bisschen abseits hin. Ich habe hier auch so eine kleine Plattform hingebastelt, so schnell, schnell. Das ist nichts Besonderes. Denn wenn die da immer rumschießen, nicht, dass die meinen Minibike zerschießen. So, Rest kann erstmal da drin bleiben. Dann gehen wir mal rein. Ja, nicht hoch. Ich muss da noch drüber. Geh runter. So. Ach ja, erstmal wieder umrüsten. Sonst ist der auch gleich wieder zu warm.
ich sollte jetzt nicht, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zu faul gerade und ich möchte erst gucken, dass der Turm diesmal passt und alles stimmt. So, nehmen wir mal Beton mit, nehmen wir mal das mit und Benzin vielleicht, Reserve halber. Was brauche ich noch? Ich nehme mal das Elektro-Dings mit und Munition. Sagten, oh, wir haben Hunger. So, müsste jetzt eigentlich schon wieder satt sein. Jawohl, das finde ich sehr gut an diesem Wildbrettein-Topf. Dann trinken wir mal. Das ist noch schöner. Wohlbefinden nach oben. So, was brauche ich nicht? Tun wir mal weg. Habe ich hier Platz? Nein. Oh, da habe ich hier noch Patronen. Genau, weil ich nutze irgendwie die Pistole kein bisschen mehr. Ich weiß auch nicht. Habe ich früher eigentlich immer gern gehabt. So, das brauchen wir gerade nicht. Wo habe ich denn meinen Hammer? Habe ich die hier? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann muss ich doch den mitnehmen zum Reparieren. Ich weiß gerade nicht, wo ich meinen... Ach, sag's mir. Meinen Clownhammer ab. So, das, das, das. Und jetzt brauchen wir noch Money. So. Oh, ich habe ja gar nicht mehr viel Schrotflinten, denke ich gerade. Warum nicht? Hm. Keine Ahnung. Okay. So, dann mal schnell durch unseren Gang durch. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon wieder irgendwas vergessen. Aber mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Oder auf. Ich weiß es nicht. Ich habe aber so ein ganz komisches Gefühl gerade. Ah. So, hier ist mein ganzes schönes Holz. Aber ich finde den Gang schön. Ich weiß auch nicht. War auch eine ziemlich beschissene Arbeit, aber wenn es dann fertig ist, denkt man sich, es hat sich gelohnt. Mir gefällt's. Ich weiß gar nicht, ob ich hier vielleicht auch mal ein Minibike reinstellen soll. Ich habe extra die Kurve auch schön gemacht, dass man da dann gut vorbeikommen könnte, aber ich weiß nicht. Mal sehen, ob das dann noch da zukommt oder nicht. So, jetzt tun wir aber erstmal auffüllen. Ach, da habe ich auch noch ganz viel zum Reparieren, das ist gut. So. Ich dachte, ich habe vielleicht die Muni hier gelassen. Den würde ich sagen, schalten wir mal ein. Ach ja, null Power, weil die erst ab 21.30 Uhr weiterleiten. Ich habe hier jetzt auch vorsichtshalber schon nochmal eine Luke reingebaut. So, dann gehen wir noch ein Stück höher. So, Schrotmoney. Wie viel habe ich dann? Nochmal so rein. Und die andere. Kriegt auch. So, hier haben wir ja doch einiges an Money. Ach, hier ist ja nochmal ein Ding. Machen wir überall 250 rein. Wenn ich die dieses Mal ein bisschen... Ja, rundrum locker dürfte es auch nicht sein, dass eine Seite dann komplett leer ist. Also hoffe ich zumindest. So, und du kriegst auch noch. So, jetzt hätte ich aber noch einen ganzen Schwung übrig. Ich glaube, dann tue ich überall noch mal ein bisschen was rein. Ja, die ist schon wieder warm, ich weiß. Ich bin ein Folterknecht, sag's doch. So... Das da. Und hier auch noch schnell. Und die da noch.
erst und dann sperren. Gut. Ich habe zwar jetzt noch Schrotflinten, aber die würde ich ehrlich gesagt gerne behalten, falls was nicht klappen sollte, dass ich dann ja selber auch was habe zum Schießen. Genau, gut. Es müsste passen. Ich gucke jetzt hier auch nochmal 21.30 Uhr bis 6 Uhr morgens. Müsste also klappen. So, machen wir hier zu. Und dann würde ich sagen, ja, soll ich jetzt hier Schluss machen erstmal? Oder soll ich eine lange Folge machen? Ich weiß nicht, nicht, dass es euch dann langweilig ist oder so. Wow, wow, stopp, hier noch. Schnell. Gut, dass ich das gesehen habe. Sonst würde ich sagen, wenn ihr nichts dagegen habt, wir machen die Nacht jetzt einfach nur mit. Ist die Folge halt ein bisschen länger, aber ich hoffe, das stört euch nicht. So. Ausgerüstet ist alles. Ich habe keine Ahnung, von wo die kommen sollen. Aber ich möchte sehen, wie sie am Strom brutzeln. Und wie sehe ich das hier, falls die da wären. Dann gucken wir mal. Los geht's. Hat der es immer noch heiß? Ich weiß nicht. Das vielleicht ausziehen? Okay, ich glaube, die kommen. Jetzt keinen Strom? Ich glaube, der hat gar keinen Strom. Warum nur der eine?
kriegen die Spinnen so ein bisschen Stromschlag und die Großen nicht? Verstehe ich jetzt auch nicht. Muss man das verstehen? Ich weiß es nicht. Komm mal ein bisschen mit. Ein bisschen die anderen Schütze. Arbeit geben. Leise geworden. Aber ich hätte noch, ich könnte eigentlich hochgehen. Noch lang. Schießt die? Ja, die schießt. Ich glaube, die schießt nicht. Dann gehen wir mal hier rüber. Ach, hier. Schön, komm. Der Stromzaun, das ist jetzt auch so eine Sache. Auf jeden Fall sieht es jetzt viel besser aus als wir in der letzten Nacht. Ja, also Strom, Quatsch. Der Zaun hat zwar Strom, aber ich hätte ich den vielleicht doch weiter außen bauen müssen. Und was mir auch aufgefallen ist, diese wilden Völker hatten ja früher eigentlich immer Magnum dabei. Oder Sachen halt für eine Magnum. Gibt's die Würfe gar nicht mehr? Ich meine, es gibt sie schon noch. Aber ich hab's jetzt
noch eine einzige Magnum gefunden. Also das ist wohl sehr, sehr selten, oder? Eigentlich schade. Ich hab die immer gern gemocht. Jetzt haben wir mal ein Geschütz mit Munition. Vielleicht hier auf der Seite? Jawohl. Komm. Oh, der hat jetzt einen Zonk. Aber der hat ja vorher auch einen Zonk. Oh, neue Stiefel. Sehr schön. Ich finde es so lustig, wie die da drin hängen. Ich bin böse. So, komm, hier noch. Darf nur nicht meine Säulen hier zerstören. Okay. Also es funktioniert und ist fast schon langweilig. Weil man nichts zu tun hat im Prinzip. Funktioniert wirklich gut. Ich weiß nur, es braucht wahnsinnig viel. Aber gut. Was ist das? Wenn sie so runterkommen, ist es mir egal. So. Halt die Zimmer wieder an. So, ich glaube, deswegen ist es nämlich ganz gut, dass man, auch wenn Viere eigentlich alles vorbei ist, die Dinger weiterschießen müssen mit Sechse. Ich glaube, der ist tot. So, die mal weg. Komm. Und dann haben wir, glaube ich, Ruhe. Gut. Aber, wie ihr seht,
der Strom läuft. Es ist wunderschön. Genau. Wir haben es gut überstanden. Und ja. Jetzt kann ich hier noch looten anfangen. Sehr schön. Schade, dass das mit dem Zaun nicht so geklappt hat, aber wie gesagt, 2, 3 haben einen Schlag bekommen. Aber ich habe keine Ahnung, warum und warum die anderen nicht. Aber ich glaube, das Geheimnis werden wir auch noch lüften. Gut, dann würde ich sagen, ich räume hier in Ruhe auf. Ich guck mal, was ich noch so alles looten kann und dann überlegen wir uns mal, was wir noch anstellen können hier drin. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.